Bürgerkrieg in Österreich. 80 Jahre ist es nun her, dass beginnend mit dem 12. Februar 1934 vier Tage lang gekämpft wurde. Die Sozialdemokraten mit dem Republikanischen Schutzbund auf der einen, Heimwehr und die herrschende christlich-soziale Partei auf der anderen Seite. Beim Aufbau des autoritären Ständestaates hatte Bundeskanzler Engelbert Dollfuß eine mächtige Verbündete, die römisch-katholische Kirche mit dem Wiener Erzbischof Theodor Innitzer an der Spitze. Klaus Theer über den Februaraufstand 1934 und die Rolle der katholischen Kirche. Rudolf Kunz, Maschinengewehrschütze des Republikanischen Schutzbundes, erschossen von einem Scharfschützen des Bundesheeres. 12. Februar 1934. In ihrer Linzer Parteizentrale im Hotel Schiff leisten Sozialdemokraten bewaffneten Widerstand gegen eine Hausdurchsuchung der Polizei. Mit diesem Kampf gegen Polizeiwillkür beginnt der Bürgerkrieg. In Oberösterreich, Wien und der Steiermark. Er dauert vier Tage. Bundesheer, Exekutive und Heimwehr werden von der Regierung Dollfuß gegen die Aufständischen eingesetzt. Auch Gemeindebauten in Wien, wie der Karl-Marx-Hof, werden zum Schauplatz gewaltsamer Auseinandersetzungen. Am Ende zählt man mehr als 300 Tote. Dem Zusammenbruch des Widerstands folgt eine Verhaftungswelle. Die Regierung verhängt das Standrecht. 9 prominente sozialdemokratische Februarkämpfer werden hingerichtet. Die Sozialdemokratie wird verboten, das Republikdenkmal unweit des Parlaments verhüllt. Bereits 1933 hatte sich Dollfuß des Wohlwollens der katholischen Kirche versichert, durch ein Konkordat mit dem Vatikan. So siegt ein katholischer Kanzler im Februar 1934 auch im Namen Gottes, im Namen der Kirche. Die katholische Kirche hat auch den Sieg Dollfuß als wichtigen Sieg für die Kirche interpretiert. Weil die Befürchtung bestand, wenn, was Episkopat eigentlich der Sozialdemokratie quasi unterstellt hat, dass die dabei wäre, eine Revolution durchzuführen und damit die Assoziation Russland, das heißt, wo es einen irrsinnigen Kirchensturm gab gegen die, hat die katholische Kirche gesehen, okay, Dollfuß war in der Hinsicht der Retter, auch der Interessen der Kirche. Also daran hat sich an diesem Naheverhältnis, diese politische Akzeptanz und Unterstützung des Austrofaschismus, hat sich über die ganze Periode nichts verändert. Ein nahe Verhältnis. Es zeigt sich beim Staatsbegräbnis jener Polizisten und Bundesheersoldaten, die während der Kämpfe gefallen sind. Sie sind Helden, gefallen für das Vaterland. Wiens Erzbischof Kardinal Theodor Innitzer besprengt ihre Särge mit Weihwasser. Bundespräsident Wilhelm Miklas überhöht sie zu Gotteskriegern. Ihr toten Helden, ihr Märtyrer eurer Pflicht, empfanget für eure Treue euren gerechten Lohn im Himmel. Ein Bundespräsident als politisches Werkzeug. Persönlich war Bundespräsident Miklas wegen seiner zahlreichen Verfassungsbrüche von Gewissensbissen geplagt. Dachte sogar an Rücktritt, suchte schriftlich um Rat beim Papst. Doch der Vatikan zerstreute seine Bedenken. Irritationen zwischen der Kirche und dem Dollfuß-Regime blieben aus. Die Kirche war eben ein wesentlicher Stützfaktor dieses austrofaschistischen Herrschaftssystems. Und von daher ist es überhaupt nicht überraschend, dass die Kirche auch in ihrer Liturgie der Opfer auf Seiten der Exekutive, des Bundesheers und so weiter, dieser Opfer gedenkt und auch hier entsprechend eben mit einem Gottesdienst darauf reagiert. Also das ist, die Kirche hat damit nicht ihre Haltung verändert, sondern hat diese Haltung, die sie hatte, seit 1933 sehr deutlich hatte, hat sie auch in den Februarkämpfen und in der Folge danach auch als solches realisiert.
In den Zeitungen ist von Engelbert Dollfuß unerbittlicher Haltung gegenüber der Linken die Rede. Sozialdemokraten und Kommunisten verhöhnen den Kanzler und seinen Vize, Heimwehrchef Emil Fey. Vor allem aber gedenkt man in diesen Februartagen 1934 der eigenen Opfer. Das Mahnmal eines Opfers ist in Wien-Hietzing zu finden. Der Februarkämpfer Karl Münichreiter wird am 12. Februar schwer verletzt. Er kommt ins Gefängnis, nicht ins Spital. Was mit ihm zwei Tage später passiert, findet sich im Bericht des Gefangenenseelsorgers Josef Supp. In der armen Sünderzelle des Landesgerichts muss Münichreiter auf die Vollstreckung des Todesurteils warten. Supp protokolliert: Begleitung zur Justifizierung. Nach langem Zureden legte er die Beichte ab, die Kommunion lehnte er ab. Nach einer Zigarette ging er zum Galgen mit den Worten: Anna muss ja daran glauben. Münichreiters Anwalt hatte um Fürsprache zur Begnadigung gebeten, unter anderem bei Kardinal Initzer. Andere werden begnadigt, doch das Todesurteil an Münichreiter wird vollstreckt. Wir können nicht sagen, ob diese Gnadengesuche was bewirkt haben. Aber ein Gnadengesuch zu stellen, verdankte sich mit Sicherheit nicht einer politischen Motivation der Kritik am Vorgehen der Regierung und der Justiz. 1. Mai 1934. Die Sieger demütigen die Verlierer. Der christlich-autoritäre Ständestaat inszeniert seine Gründung symbolträchtig. Am Tag der Arbeit marschieren die Berufsstände vom Rathausplatz Richtung Stadion. Die Zeit des Klassenkampfes ist vorbei. Nun herrscht staatlich verordnete soziale Harmonie. In einem Hirtenbrief attestieren die katholischen Bischöfe der Regierung, dass sie mit ihrem Kurs auch die päpstliche Enzyklika Quadragesimo Anno umsetze. War das darin von Papst Pius XI. Angeregte berufsständische Modell tatsächlich so etwas wie die Verwirklichung eines katholischen Staates, wie Dollfuß es wollte? Interessanterweise, und hier sieht man auch, dass das nahe Verhältnis zwischen Episkopat und der Regierung nicht dazu führt, auch Kritik am System, am Regime zu üben, sehen wir daraus, dass ganz deutlich war, dass die Vorstellungen der Regierung Dollfuß über die berufsständischen Ordnung mit der Enzyklika Quadragesimo Anno in der Tat nichts zu tun hat. Weil die Enzyklika hat praktisch ein vollkommen anderes Bild gehabt, wie eine Gesellschaft aufgebaut wird, dass eine Gesellschaft von unten aufgebaut wird, dass es dann auch Bezüge gibt zwischen den Berufsständen und so, ja? Und dass erst, wenn alle anderen Mechanismen sozusagen versagen oder nicht adäquat sind, erst dann kommt der Staat zum Tragen. Was war im Austrofaschismus? Genau das Umgekehrte. Am 22. Februar, eine Woche nach dem Ende der Kampfhandlungen, rufen die katholischen Bischöfe die Bevölkerung zu Frieden und Eintracht auf. Doch es kommt anders. Am 25. Juli wird Engelbert Dollfuß von Nationalsozialisten ermordet. Der Kanzler hatte die falschen Gegner bekämpft. Sein Nachfolger, der christlich-soziale Kurt Schuschnigg, auch er kein Brückenbauer im gespaltenen, aber noch unabhängigen Österreich. Dieses austrofaschistischen Herrschaftssystems. Und von daher ist es überhaupt nicht überraschend, dass die Kirche auch in ihrer Liturgie der Opfer auf Seiten der Exekutive, des Bundesheers und so weiter, dieser Opfer gedenkt und auch hier entsprechend eben mit einem Gottesdienst darauf reagiert. Also das ist, die Kirche hat damit nicht ihre Haltung verändert, sondern hat diese Haltung, die sie hatte, seit 1933 sehr deutlich hatte, hat sie auch in den Februarkämpfen und in der Folge danach auch als solches realisiert. In den Zeitungen ist von Engelbert Dollfuß unerbittlicher Haltung gegenüber der Linken die Rede. Sozialdemokraten und Kommunisten verhöhnen den Kanzler und seinen Vize, Heimwehrchef Emil Fey.
Vor allem aber gedenkt man in diesen Februartagen 1934 der eigenen Opfer. Das Mahnmal eines Opfers ist in Wien-Hietzing zu finden. Der Februarkämpfer Karl Münichreiter wird am 12. Februar schwer verletzt. Er kommt ins Gefängnis, nicht ins Spital. Was mit ihm zwei Tage später passiert, findet sich im Bericht des Gefangenenseelsorgers Josef Supp. In der armen Sünderzelle des Landesgerichts muss Münichreiter auf die Vollstreckung des Todesurteils warten. Supp protokolliert: Begleitung zur Justifizierung. Nach langem Zureden legte er die Beichte ab, die Kommunion lehnte er ab. Nach einer Zigarette ging er zum Galgen mit den Worten: Anna muss ja daran glauben. Münichreiters Anwalt hatte um Fürsprache zur Begnadigung gebeten, unter anderem bei Kardinal Initzer. Andere werden begnadigt, doch das Todesurteil an Münichreiter wird vollstreckt. Wir können nicht sagen, ob diese Gnadengesuche was bewirkt haben. Aber ein Gnadengesuch zu stellen, verdankte sich mit Sicherheit nicht einer politischen Motivation der Kritik am Vorgehen der Regierung und der Justiz. 1. Mai 1934. Die Sieger demütigen die Verlierer. Der christlich-autoritäre Ständestaat inszeniert seine Gründung symbolträchtig. Am Tag der Arbeit marschieren die Berufsstände vom Rathausplatz Richtung Stadion. Die Zeit des Klassenkampfes ist vorbei. Nun herrscht staatlich verordnete soziale Harmonie. In einem Hirtenbrief attestieren die katholischen Bischöfe der Regierung, dass sie mit ihrem Kurs auch die päpstlichen Bissen geplagt. Dachte sogar an Rücktritt, suchte schriftlich um Rat beim Papst. Doch der Vatikan zerstreute seine Bedenken. Irritationen zwischen der Kirche und dem Dollfuß-Regime blieben aus. Die Kirche war eben ein wesentlicher Stützfaktor dieses austrofaschistischen Herrschaftssystems. Und von daher ist es überhaupt nicht überraschend, dass die Kirche auch in ihrer Liturgie der Opfer auf Seiten der Exekutive, des Bundesheers und so weiter, dieser Opfer gedenkt und auch hier entsprechend eben mit einem Gottesdienst darauf reagiert. Also das ist, die Kirche hat damit nicht ihre Haltung verändert, sondern hat diese Haltung, die sie hatte, seit 1933 sehr deutlich hatte, hat sie auch in den Februarkämpfen und in der Folge danach auch als solches realisiert. In den Zeitungen ist von Engelbert Dollfuß unerbittlicher Haltung gegenüber der Linken die Rede. Sozialdemokraten und Kommunisten verhöhnen den Kanzler und seinen Vize, Heimwehrchef Emil Fey. Vor allem aber gedenkt man in diesen Februartagen 1934 der eigenen Opfer. Das Mahnmal eines Opfers ist in Wien-Hietzing zu finden. Der Februarkämpfer Karl Münichreiter wird am 12. Februar schwer verletzt. Er kommt ins Gefängnis, nicht ins Spital. Was mit ihm zwei Tage später passiert, findet sich im Bericht des Gefangenenseelsorgers Josef Supp. In der armen Sünderzelle des Landesgerichts muss Münichreiter auf die Vollstreckung des Todesurteils warten. Supp protokolliert: Begleitung zur Justifizierung. Nach langem Zureden legte er die Beichte ab, die Kommunion lehnte er ab. Nach einer Zigarette ging er zum Galgen mit den Worten: Anna muss ja daran glauben. Münichreiters Anwalt hatte um Fürsprache zur Begnadigung gebeten, unter anderem bei Kardinal Initzer. Andere werden begnadigt, doch das Todesurteil an Münichreiter wird vollstreckt. Wir können nicht sagen, ob diese Gnadengesuche was bewirkt haben. Aber ein Gnadengesuch zu stellen, verdankte sich mit Sicherheit nicht einer politischen Motivation der Kritik am Vorgehen der Regierung und der Justiz. 1. Mai 1934. Die Sieger demütigen die Verlierer. Der christlich-autoritäre Ständestaat inszeniert seine Gründung symbolträchtig. Am Tag der Arbeit marschieren die Berufsstände vom Rathausplatz Richtung Stadion. Die Zeit des Klassenkampfes ist vorbei.